Hallo ihr Lieben, wir schminken heute zusammen ein Wedding Guest Make-up und ich will nicht lang quatschen, wir fangen direkt an. Im ersten Schritt finde ich es immer ganz wichtig, dass erstmal das Gesicht gereinigt wird. Das mache ich hier mit so einem Reinigungstuch, einfach nass machen, schön alles abwaschen einmal und dann erstmal die Pflege. Ich verwende einfach eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Und wenn die Creme gut eingearbeitet ist, dann trage ich noch einen Lippenbalsam auf, um dann auch schon mal die Lippen ein bisschen vorzupflegen. Und im nächsten Schritt folgt der Primer und dann haben wir auch eine richtig gute Grundlage für das darauffolgende Make-up. Und im zweiten Schritt widmen wir uns erstmal dem Augen-Make-up und hierzu verwende ich diese wunderschöne Palette und arbeite mit diesen Rottönen, mit dem Champagnerton und mit dem ganz hellen Ton hier vorne. Als erstes bedecke ich das komplette Lid mit dem hellrosanen Ton hier. Und dann gehe ich mit dem helleren Rotton in die Augenfalte. Ich nehme jetzt nochmal das dunklere Rot und verstärke quasi die Außenwinkel. Jetzt gehe ich in die hellere Champagnerfarbe, die ist auch so ein bisschen glitzerig und setze ein paar Highlights und zwar einmal unter den Augenbrauen, hier vorne im Augenwinkel und dann nehme ich nochmal den Finger und presse mir das quasi aufs Augenlid. Und jetzt wird anschließend mit einem fluffigen Pinsel alles schön verblendet. Am dritten Schritt geht es jetzt ans Make-up und ja, los geht's. Ich verwende für den Anlass ein mattes Make-up, weil ich einfach nicht so viel glänzen möchte und dann lieber an den Stellen, wo ich glänzen möchte, mir nachher noch ein bisschen Highlighter setze. Dazu gebe ich mir ein bisschen Make-up auf den Handrücken und arbeite das Make-up mit einem Beauty-Schwamm ein. So, und auch unbedingt nochmal darauf achten, dass alles schön auch am Rand und am Hals verblendet ist und gut eingearbeitet wurde. Nehmt euch hier auf jeden Fall richtig viel Zeit, weil das Make-up soll den ganzen Tag sitzen und wir wollen uns natürlich nicht darum kümmern, also schön einarbeiten. Im nächsten Schritt kommt jetzt der Concealer und da werde ich diesen einfach zweimal drehen und dann unter die Augen und ich mache immer noch ein bisschen an der Stirn und am Kinn. Und dann wieder schön verblenden. Und dass jetzt auch wirklich alles den ganzen Tag hält, kommt noch ein bisschen Puder zum Einsatz und das trage ich einfach in der T-Zone auf. So, einmal hier. Im vierten Schritt widmen wir uns jetzt dem Highlighter und dem Blush und fangen mit dem Blush an. Als erstes verwende ich ein bisschen ins Braun gehendes Blush und trage es hier unter dem Wangenknochen auf. Und auch ein bisschen bei den Schläfen und um das Doppelkinn ein bisschen zu kaschieren, auch am Kinn. Anschließend nehme ich nochmal ein bisschen rosigeres Blush und trage es auf die Wangen auf. Hier ein kleiner Tipp, einmal lachen. Und nur ein bisschen drauf tippen. Zu guter Letzt, wie schon erwähnt, möchte ich natürlich schon ein bisschen glänzen. Aber nicht glänzen, weil ich schwitze, sondern weil ich schön Highlighter trage. Und deshalb trage ich mir den Highlighter einfach auf den Wangenknochen auf, um diesen nochmal so ein bisschen zu betonen und hervorzuheben. Und noch ein bisschen am Lippenherz und auf der Nasenspitze. Im fünften Schritt widmen wir uns den Augenbrauen und hier verwende ich zwei Produkte, einmal einen Augenbrauenstift und ein Augenbrauengel. Als erstes trage ich den Augenbrauenstift auf. Das Gute ist auch, dass der hinten nochmal so ein Bürstchen dran hat, dann kann man die Augenbrauen nochmal schön bürsten, auftragen und wieder bürsten. So, und wenn die Augenbrauen jetzt angemalt sind, dann kommt nochmal das Augenbrauengel zum Einsatz. Einfach nochmal drüber gehen, bis die
die Augenbrauen auch wirklich da bleiben, wo sie hingehören. Also es ist jetzt nicht so, dass die abhauen, aber nochmal, um sie so ein bisschen zu fixieren. So, die Augenbrauen sind fertig. Jetzt kommen wir zu den Wimpern. Und hier möchte ich auch gar nicht so viel machen. Ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Volumen haben und nehme deswegen das Volumen Elixier. Und die Frische. Falls ihr jetzt dazu tendieren solltet, viel zu weinen, nehmt vielleicht am besten eine wasserfeste Mascara. So, das Make-up steht soweit, aber eine Kleinigkeit fehlt noch. Im sechsten Schritt widmen wir uns den Lippen. Doch bevor da ein Lippenstift draufkommt, werde ich erstmal einen Lippenprimer auftragen. Einfach, dass der Lippenstift ein bisschen länger hält und die Lippen nochmal zusätzlich gepflegt sind. Der ist jetzt aufgetragen und jetzt kommt die Qual der Wahl. Welche Lippenstiftfarbe? Ich habe schon mal meine drei Favoriten rausgesucht und entscheide mich wahrscheinlich für den korallfarbenen. Der passt nämlich ganz gut zum Kleid. Also schaut einfach mal darauf, dass die Lippenfarbe vielleicht zum Kleid passt oder einen schönen Kontrast zum Kleid darstellt. Und mein Make-up ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt fehlen natürlich noch die Haare, aber das haben wir schnell erledigt. Jetzt fehlt nur noch das Kleid. So, das ist mein fertiger Wedding Guest Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachschminken.